ganze Theorie über Scar King und so. Also es gab ja einen Krieg zwischen den Godzillas und Kongs, genau. So ganz am Anfang gab es einen Kampf zwischen den Häuptlingen der Godzillas und Kongs, wo beide sterben. Dann kriegt Scar King die Kontrolle über die Kongs, es könnte sein, und hat einen Plan, sich den Thron zu sichern. Deswegen schickt er den Alpha Muto, Muto Prime, um den Vater von Godzilla, Dagon, zu töten. Ja, das wäre schon cool. Aber ich glaube, so weit denken die dann nicht. Das wird eine coole Verkettung geben. Habt ihr mal den Comic gelesen? Es gibt so zwei Comics. Ein Godzilla und ein Kong-Comic. Die gibt es auch in so einem Paket zusammen. Die gehören auch zum Monsterverse mit dazu. Und da erfährst du auch zum Beispiel, wie Kongs Eltern damals gestorben sind. Und zwar sind Kongs Eltern gestorben. Seit wann bist du online? Wollte eigentlich pünktlich sein. Seit 9. Weil ich einfach gestern habe ich 8 Uhr angekündigt und heute Morgen 10. Und deswegen habe ich gedacht, ich komme einfach um 9 online. Ich war einfach schon früher ready, keine Ahnung. Auf jeden Fall lernst du in diesem Kong-Comic, erfährst du, wie Kongs Eltern gestorben sind. Und da gab es ja einen Krieg, also ja, es war ein Krieg quasi wie der Kong gegen Godzilla-Krieg, nur eben die Kongs gegen die Skullcrawler. Und die Skullcrawler konnten die Kongs damals nur überwältigen aufgrund ihrer schieren Masse. Die sind laut diesem Comic quasi wie so ein Bienenschwarm aus dem Nichts gekommen und haben die Kongs angegriffen. Kongs Eltern, also quasi der damalige King Kong, sind an die Oberfläche gekommen, sind dann quasi bald bei Skull Island rausgekommen und dachten, sie wären jetzt sicher. Dann ist Kong auf die Welt gekommen, dann wurden aber ein paar Skullcrawler nochmal aufmerksam auf die Eltern, haben die eben auch noch umgebracht. Und dann hat Kong keine Eltern mehr gehabt. Eine Theorie sagt jetzt, weil halt auch so beschrieben wird, dass die Skullcrawler so aus dem Nichts gekommen sind, dass Scar King dahinter stecken könnte. Und das würde Kong nochmal einen wesentlich persönlicheren Touch geben im Kampf gegen Scar King. Das würde ich sehr realistisch finden. Aber dann auch wieder, dann musst du entweder diese ganze Geschichte mit den Skullcrawlern erzählen im Film. Ja, oder man muss halt die Comics gelesen haben. Das würde ich auch blöd finden. Mach mal einen Kochstream mit dem Jurassic World Kochbuch. Hab das kürzlich. Ist es gut? Was gibt's denn da für Gerichte? Diesen Seebarsch gibt's bestimmt, ne? Hast du die Netflix-Serie Godzilla-Anime gesehen? Find die Trilogie ziemlich gut. Ich fand die auch geil. Da habe ich sogar auf meinem YouTube-Kanal schon Reviews dazu gemacht. Über alle drei Filme. Schon ein bisschen älter, schon ein bisschen länger her. Aber diese Reviews gibt's. Und Teil 2 fand ich am besten damals. Dieses Ein Krieg am Rande der Stadt oder wie das Teil hieß. Teil 3 war mir zu krass. Das war ein bisschen zu viel an was war denn das? Ghidorah ist ein Gott und lebt gleichzeitig in zwei verschiedenen Universen und kann deswegen nicht angegriffen werden oder irgendwie so ein Kram. Das war ein bisschen zu viel. Und Teil 1 war auch okay. Aber ich mochte die auch, die Trilogie. Die Story von Godzilla Kong erinnert mich schon an die Grundstory von König der Löwen. Wenn es denn stimmen sollte, ja. Dass Scar King mit dahinter steckt. Vielleicht wird es auch einfach nicht erwähnt. Ich habe es einfach nur mal so gelesen und fand das relativ realistisch, weil im Comic halt so auffällig geschrieben wurde, dass die quasi von nowhere kamen. Also die kamen so aus dem Nirgendwo auf einmal hervor. Und da würde es halt Sinn ergeben, wenn man dann eben jetzt einführt, okay, dass Scar King ja schon länger seine Hände irgendwie im Spiel hat, dann in der Hollow Earth. Wo warst du gestern Minigolfen? War gestern 3D-Minigolfen in Neutraulig. Sah fast so aus wie bei dir, aber es gab keine Dinos. Nee, das war in der Nähe von Wiesbaden. Vielleicht ist Scar King der böse Onkel von Kong, dann hätten wir auf jeden Fall König der Löwen. Vor allem noch der Name Scar King dann, das wäre ja richtig lahm. Nee, ich glaube, dass Scar King irgendwie so eine Art von Soldatenanführer war, der vielleicht auch damals einen Putschversuch gemacht hat und eben auf den Thron kommen wollte. Und deswegen hat er eben dann diese ganzen
Skullcrawler auf die Kongs gehetzt und dann kam das eben so eins zum anderen. Es gibt ja auch die Theorie, weil diese Skylar oder Skylar, diese komische Tentakelspinne, die kämpft ja in dem Film gegen Godzilla. Und das, obwohl sie ja in King of the Monsters quasi Godzilla als den König der Kaijus anerkannt hat. Der einzige Grund, warum Skylar oder Skylar jetzt gegen Godzilla kämpfen würde, wäre der, dass Godzilla eben nicht mehr der König der Kaijus ist. Vielleicht, weil Scar-King das jetzt ist, aufgrund dessen, dass er vielleicht die Macht hat, Shimo zu kontrollieren oder so ein Kram. Jetzt wird für 200 Euro sich Godzilla-Filme gekauft. Was hast du denn jetzt vor? Die ganzen Toro-Schinken? Da gibt's irgendwie eine, so eine Ära gibt's auf jeden Fall in der Box, glaube ich. Oder er kontrolliert, ja, ich weiß halt nicht, wie das mit dieser Kontrolle abgehen soll. So, die Peitsche ist es ja scheinbar jetzt doch nicht. Oder ob er dann doch vielleicht nur Shimo irgendwie unter Kontrolle hat, aus irgendwelchen Gründen. Ich habe keine Ahnung. Er soll ja anscheinend auch Attacken nachahmen können. Also, das müssen wir uns echt mal ein bisschen noch gedulden. Bis zum 14., glaube ich, oder 15. Da soll ja dann angeblich der zweite Trailer erscheinen. Wo es mehr um Scar-King auch gehen soll. Das soll man wohl ein bisschen mehr sehen, was der wohl drauf hat. Wenn so ein Scar-King aber einfach einen Atomic Breath ballern könnte, wäre das schon ziemlich cool. Das würde auf jeden Fall cool aussehen. Die Frage ist, wie hat Scar-King es geschafft, die Skullcrawler auf die Kongs zu hetzen, ohne selbst zu sterben oder angegriffen zu werden? Das ist eine gute Frage. Ich weiß ja noch gar nicht, wie das überhaupt funktionieren soll mit diesem Kontrollieren. Vielleicht kann der auch immer nur ein Kaiju kontrollieren, dann würde es auch nicht funktionieren. Vielleicht ist der einfach auch nur sehr manipulativ oder hat so einen Blick, der dann dich hypnotisiert. Ich habe ja keine Ahnung. Aber wenn er die Möglichkeit hat, etwas zu kontrollieren, dann könnte er es damit eben auch schaffen, naja, eben nicht selber angegriffen zu werden. So, macht ja dann Sinn. Dann wäre er quasi immer der König dieses Volkes, wie so ein Bienenkönig. Die Königin der Bienen. Und es gab mal einen Artikel von Filmstarts, oder den gibt's immer noch, wo drin stand, dass wir im neuen Godzilla-Kong-Film wesentlich mehr über Skull Island erfahren sollen. Wenn das stimmt, wo ich nicht wissen würde, wo die Informationen herkommen, weil da gibt's noch null Informationen drüber, und ich glaube einfach, dass die da wirklich die Hollow Earth mit Skull Island verwechselt haben. Wenn das aber wirklich stimmt, dann könnte der Grund dafür sein, dass wir eben noch mehr über Skull Island erfahren, die Rückblende sein. Es soll ja wohl eine ganz große Rückblende geben in dem Film, die uns die Vergangenheit zeigt zwischen den Kongs und den Godzillas. Deswegen war auch der Arbeitstitel damals Origins gewesen.